Ja, hallo, ich bin Pia Backmann. Ich bin Wissenschaftlerin und arbeite im Moment an der Technischen Universität Dresden. Davor habe ich 3 Jahre lang am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung promoviert. Also ich bin Wissenschaftlerin, genau heißt das, ich bin Postdoc. Das bedeutet, ich habe halt meine Doktorarbeit abgeschlossen und jetzt arbeite ich als Forscherin. Und das bedeutet, ich kümmere mich um meine eigene Forschung. Im Moment geht es da hauptsächlich um tropische Wälder. Da modelliere ich eben, wie sich halt bestimmte Dynamiken in den Wäldern entwickeln und auch um Tabakpflanzen, wie sie sich gegen Raupen wehren. Also ich modelliere hauptsächlich Pflanzen. Das ist meine eigene Forschung, also dafür schreibe ich Computerprogramme, lese halt wissenschaftliche Publikationen, um Informationen zu bekommen zu den Wäldern oder auch den Pflanzen, die ich modelliere. Ich rede mit anderen Wissenschaftlern darüber. Dann schreibe ich über diese Sachen, die ich rausgefunden habe, also die Computerprogramme analysiere ich, dann erzeuge ich Bilder, um halt die Verhältnisse besser darzustellen und schreibe Artikel darüber, wissenschaftliche, um halt bestimmte Fragen zu beantworten, die man an diese Ökosysteme hat. Und dann fahre ich auch auf Konferenzen, das heißt, da halte ich meist einen Vortrag oder ich präsentiere ein Poster und kann dann auch mit anderen Wissenschaftlern sprechen. Also da treffen sich immer ganz viele zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel tropische Ökologie oder so. Das findet jedes Jahr statt. Weil ich neugierig bin. Ich wollte schon als Kind immer alles wissen, wie die Sachen funktionieren. Und als Kind mochte ich auch schon gerne Natur und Tiere. Und ich bin in die Wissenschaft gegangen, weil ich das kombinieren wollte. Halt einmal die Liebe zur Natur und die Neugierde. Und jetzt forsche ich eben an Pflanzen und Tieren. Und das ist sozusagen eine gute Kombination. Man macht Abitur oder was Äquivalentes, dann studiert man. Da hat man, es kommt immer darauf an, für was man sich interessiert, sei es jetzt Geisteswissenschaften, wenn man eher in diese geisteswissenschaftliche Richtung geht, oder wenn man das machen will, was ich mache, dann kann man Biologie studieren, Physik, manche haben auch Mathe studiert, Informatik, also in die Richtung Naturwissenschaften, Technik. Damit man halt entweder lernt, wie man modelliert, das wäre bei der Informatik der Fall, oder dass man halt diese naturwissenschaftlichen Grundlagen lernt. Ich habe Physik studiert und dann halt auch im Studium schon als Wahlfach immer Modellierung genommen und halt auch so biologische Aspekte angeguckt, darüber dann auch meine Diplomarbeit geschrieben. Und wenn man das hat, dann ist es wichtig, dass man weiter an der Universität bleibt und promoviert. Also ohne den Doktortitel kommt man in der Wissenschaft nicht weit. Und eine Promotion sind meist so 3 bis 5 Jahre und da arbeitet man auch schon an einem eigenen Projekt. Also man hat meist eine große Forschungsfrage und man versucht alles, um die zu lösen. Das heißt, in meinem Fall habe ich Modelle geschrieben, aber ich war auch sozusagen in Utah im Feld, also das heißt richtig in der Natur, habe im Wohnwagen geschlafen und die Pflanzen wirklich in die Erde gebracht. Und um eben da auch meine Experimente mit Pflanzen und Raupen zu machen. Und die Daten, die ich dadurch gesammelt habe, habe ich dann wieder für mein Modell genommen. Ja, und das hat ungefähr so 3, 4 Jahre gedauert, dann war ich fertig, habe meine Doktorarbeit verteidigt, da muss man sich nochmal einer Kommission stellen und dann am Ende bekommt man einen Doktorhut und ist dann frisch gebackene Doktorin. Und natürlich habe ich auch eine Arbeit geschrieben. Dankeschön. Also ich habe, um zu promovieren, dann dieses Buch geschrieben. Da sind alle meine Forschungsergebnisse drin. Also man sieht hier Bilder, die ich gemalt habe, um Sachen besser zu erklären. Dann sind hier viele Bilder mit Ergebnissen, wo ich bestimmte Zusammenhänge halt versuche darzustellen und halt dann das, was ich da rein interpretiert habe als Text. Ja, und wenn die gut genug ist, dann bekommt man den Titel.
Wenn man dann den Titel hat, dann ist man fertige Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler. Also dann arbeitet man sozusagen als Postdoc, also nach der Doktorarbeit und ja, kann sich halt seiner Forschung widmen. Also zwei Sachen. Einmal modelliere ich Tabakpflanzen und ihre Raupen. Also das sind so Pflanzen, die wachsen in der Wüste und die werden von Raupen angefressen oder sogar aufgefressen. Und sie können halt nicht weglaufen. Das heißt, das Einzige, was sie machen können, um sich gegen die Raupen zu wehren, ist, sich zu verteidigen. Und das machen sie mit chemischen Stoffen. Also einfach so eine Chemiekeule. Und die chemischen Stoffe machen, dass die Raupen langsamer wachsen und sich unwohl fühlen und vielleicht sogar richtig sterben. Und die Pflanzen können halt noch als Zweites machen, dass sie so Duftstoffe in die Luft senden, da wo die Raupe halt ihn frisst. Und die Duftstoffe werden von anderen Tieren gewittert und die merken dann, ah, da an dem Blatt sitzt eine Raupe und frisst. Und eilen dann sozusagen zur Raupe hin und fressen sie auf. Also das ist sozusagen, als würde die Pflanze um Hilfe schreien. Und die Pflanze kann eben sich auf diese zwei Arten gegen Fraßfeinde wehren. Und ich schaue mir halt bestimmte Aspekte in dieser Verteidigungsreaktion an. Und dafür modelliere ich eben. Beim Modellieren geht es hauptsächlich darum, dass man Zusammenhänge begreift, man schaut sich die Natur an, man guckt, was ist wichtig, was nicht. Und das Wichtige stellt man da im Modell, das Unwichtige, das lässt man beiseite. Damit man eben sich auf das Eigentliche konzentriert. Nur so findet man die Antworten auf die Frage. Und das macht eben eine gute Modelliererin aus, dass man weiß, was das Wichtige ist für die spezifische Frage, die man hat und was man außer Acht lassen kann. Viele Hobbys. Ich, wie du gesagt hast, ich mache gerne Musik. Also ich habe ja ein Klavier da stehen und ich spiele gerne Klavier und singe dabei. Und ich habe auch angefangen, Gitarre zu üben. Da bin ich noch nicht so gut drin, aber macht auch Spaß. Und sonst mache ich viel Sport, also vor allem Kampfsport. Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennt. Darauf ist ein Elb und eine Hexe. Die Hexe ist rothaarig, hat eine dicke Nase, so wie man sich Hexen vorstellt. Und er hat halt die Elbenohren. Ziemlich kitschiges Cover. Und das Buch ist halt so ein Fantasy-Roman. Es handelt von zwei Feinden, also den beiden, die eigentlich im Krieg, also die Länder der beiden sind im Krieg, aber sie verlieben sich, naja, ein bisschen schnulzig. Und es geht aber viel um Rassismus. In dem Fall halt Magier gegen Menschen, also Menschen können nicht zaubern, Magier können zaubern, die Magier denken, die Menschen wären total schlecht, die Menschen denken, die Magier wären total schlecht. Halt lange Kriegsgeschichte zwischen den beiden Ländern. Es geht um, auch ein bisschen um starke Frauen. Also ich finde es immer schade, wenn in Fantasy fast nur Männer wichtig sind. Also dann ist da der starke Ritter mit dem Schwert oder der tolle Elb Legolas, der super gut die Pfeile abschießen kann. Und ja, mir fehlt es ein bisschen, dass es so wenig Frauen gibt. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, wo es auch eine böse Herrscherin gibt und die Hauptfigur ist eine Frau. Also es gibt eine Menge Frauen, die auch viele unterschiedliche Sachen machen. Eine Mechanikerin, die halt so Steampunk-mäßig Sachen zusammenschraubt. Ja. Genau, und in dem Buch geht es auch, was ganz wichtig ist, um Freundschaft. Freundschaft zwischen verschiedenen, zwischen Menschen und Elben, zwischen Frauen und Männern. Und die Freundschaft ist halt wichtig und die halten auch bis zum Ende des Buches zusammen und bauen sich ihr Leben auf. Genau, das ist mein Buch. Ich mag gerne Fantasy tatsächlich. Mir hat aber immer sowas gefehlt, wo es mehr Frauen gibt und auch mehr Freundschaft. Also es ist entweder nur eine schnulzige Romanze, dann sind die Freunde egal. Also dann hat die Person vielleicht am Anfang ein paar Freunde. Sobald die Romanze anfängt, sind die Freunde vergessen. Das finde ich total schlimm. Oder es ist halt nur so ein Abenteuerschmarrn mit ganz viel Kriegen und ganz viel Männer, die in die Schlacht ziehen. Und ich wollte halt was anderes. Ich wollte halt mal eine Mischung aus allem machen. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn es sowas nicht gibt, dann schreibe ich es eben. In meinem Buch ist die Hauptdarstellerin behindert. Also jetzt nicht im Rollstuhl oder so, also zu der Zeit gab es auch noch nicht wirklich Rollstühle. Es ist ja eher so Industrialisierung, die Zeit, in der das spielt. Aber sie ist auf einem Auge blind, so wie ich.
Also sie hört auf einem Ohr nicht und ich habe ihr noch eine ganz, ganz große Hexennase angedichtet. Also so richtig hässlich und schief und na, wie man sich so Hexennasen vorstellt. Und ich bin selbstbehindert und eigentlich kann ich mit der Behinderung so gut wie alles machen. Also ich spiele Klavier, ich mache Kampfsport. So, also eigentlich habe ich nicht viele Probleme damit, aber viele Menschen machen sich damit Probleme. Und zwar sehe ich halt ein bisschen komisch aus, weil eine Gesichtshälfte gelähmt ist und mein eines Auge auch blind ist und dadurch nicht immer direkt guckt, sondern ein bisschen schielt. Und viele Leute denken dann, ich wäre dumm oder komisch. Und es ist nervig. Also man muss immer wieder den Leuten zeigen, hallo, okay, ich bin behindert, aber ich kann denken. Und ich bin nicht die Einzige, die Erfahrung macht, das sagen viele Behinderte. Also Leute, die im Rollstuhl sind, die werden halt immer nur als Rollstuhlfahrer wahrgenommen und nicht als Persönlichkeit und so weiter. Also es gibt eine Menge Probleme und die meisten Probleme kommen halt nicht durch die Behinderung selbst, sondern durch die Umwelt. Und deswegen habe ich in dem Buch eben auch meiner Protagonistin eine Behinderung angedichtet und sie muss auch die ganze Zeit damit kämpfen, dass Leute sie unterschätzen und schlecht behandeln. Und damit es nicht zu traurig ist, hat sie natürlich Freunde, die zu ihr halten und sie auch respektieren. Und ja, also sie hat ein gutes Leben. Noch nicht, aber bald, Frühsommer 2019. Ich habe eine Seite, wo alle Infos stehen, wo dann auch stehen wird, also ich habe schon einen Link zum Buchshop, und ich schreibe dann auch nochmal rein, wenn es wirklich endlich draußen ist. Die Seite heißt www.derelbischepatient, also wie das Buch quasi, nur alles kleingeschrieben und zusammen.de. Wow. Also mein Hauptziel ist, dass ich glücklich bleibe. Also, dass ich die Sachen mache, die mir Spaß machen. Und auch so eine gute Mischung finde. Also viele Leute arbeiten sehr viel und vergessen alles andere. Das möchte ich nicht. Aber ich möchte eben auch immer arbeiten und auf der Arbeit auch was machen, was mir gefällt. Ich habe halt gedacht in letzter Zeit, mir würde sehr gefallen, wenn ich etwas tun würde, um die Welt besser zu machen. Ein bisschen. Also ich kann nicht viel tun, ich bin nur eine Person. Aber ich habe ja viele Sachen gelernt, also Programmieren oder auch wie ich mit Leuten rede oder Vorträge halte. Und als Physikerin lernt man auch viel analysieren, also dass man ein Problem hat, das erscheint auf den ersten Blick erstmal unlösbar und dann zerhackt man das in kleine Probleme. Das ist so typisch Physiker-Methode. Und die kleinen Probleme sind dann lösbar und das kann man in vielen Feldern anwenden, zum Beispiel Unternehmensberatung oder in der Versicherung, also überall, wo analytisches Denken wichtig ist. Und was ich mir gut vorstellen könnte für mich wäre, dass ich später Unternehmen helfe, aber nicht wirtschaftlich besser zu werden, sondern umweltfreundlicher zu werden. When I tried to sing, but I couldn't think of it.